Dienstagnacht. Hier ist die Dinnerparty aus Köln. Mit ihrer Gastgeberin Ariana Barbori. Herzlich willkommen zur Dinnerparty in Sat.1. Und was gehört zu einer guten Dinnerparty? Natürlich Essen, sonst wäre es einfach nur eine Party. Heute wird es allerdings ein bisschen schwierig für mich, denn meine Gäste leben nach den merkwürdigsten Ernährungskonzepten. Ernährung extrem ist unser Thema, deswegen müssen sie ihr Essen selber mitbringen. So wie mein erster Gast Markus Rühl. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier da bin. Sollen wir mal anstoßen? Na klar. Das ist Rotwein, schätze ich, oder? Das ist Rotwein mit Cola-Geschmack, ja. Also nur Cola? Nur Cola. Markus Rühl ist ja nur der Name, der in deinem Personalausweis steht. Ja. Man kennt dich ja auch unter The German Beast. Das deutsche Biest, da zuckt man vielleicht erstmal zusammen, ist aber gar nicht so schlimm. Du bist Bodybuilder. Ja. Bodybuilder. Ich hätte mir fast gedacht. Ja, ist schwer zu verstecken, das ist immer das Problem bei unserem Sport. Man kann es halt schwer verstecken. Fußballer packt die Schuhe in die Tasche, schon ist er normaler Mensch. Ein Bodybuilder trägt seine, in dem Fall 130 Kilo immer mit sich rum. 130 Kilo? Momentan, ja. Im linken Arm und im rechten? Nochmal 130, also 260. Nee, schön wäre es. Nee, 130 Kilo momentan. Früher natürlich noch einiges mehr, wie ich noch aktiv auf der Bühne war. Jetzt außer Dienst etwas weniger. Ca. 15 Kilo abgespeckt zu der damaligen Spitzenleistung. Welche Rolle spielt die Ernährung bei dir beim Bodybuilding? Ja, du bist, was du isst. Das ist natürlich im Bodybuilding das A und das O. Das Training wird natürlich ganz, ganz wichtig im Studio trainiert jeden Tag. Aber natürlich, Bodybuilding ist ein 24-Stunden-Job. Das heißt, das Essen macht man 5 bis 6 Mal, trainieren 1 bis 2 Mal am Tag. Das heißt, dem Essen ist fast mehr Konzentration zuzuführen wie dem eigentlichen Training. Essen, genau das, was wir hier sehen, sehr viel Eiweiß, Kohlenhydrate, so? Haferflocken, Reis, sehr viel Protein. Das ist ungefähr die Menge, was ich am Tag so gegessen habe an Eiweiß. Wie viel Kilo sind das? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es so 3 Kilo sind. Also Pi mal Daumen 600 Gramm Eiweiß habe ich gebraucht zu meiner besten Zeit. Mhm. Und das ist dann umgerechnet 3 Kilo Hühnchenfleisch. Das ist das, was normalerweise so auf deinem Ernährungsplan steht. Du kannst ja mal ein bisschen was snacken. Mich würde interessieren, wie das aussieht, wenn du so anfängst zu pumpen. Ja. Wir gucken mal rein, hinter dir. Mhm. Wie viel Kilo stemmst du da? Das war jetzt Schulterdrücken, ich denke mal so 180 Kilo waren das ungefähr. Ja, habe ich in meinen besten Zeiten auch, aber das ist leider vorbei. Ich bin nicht mehr im Wettkampf aktiv. Ist nicht mehr so ein Training. Nee, genau. Aber kann ich dir weiterhelfen, ist kein Problem. Du machst ja tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, den du hast, worauf du, glaube ich, so neue Rezepte vorstellst, die du dir selber ausdenkst. Was sind das für Rezepte, mit welchem Grund? Das ist ja so, ich meine, das Essen ist ja immer relativ eintönig. Was wir jetzt hier haben, Hühnchenbrust, Reis, Haferflocken. Isst du das in der Wettkampfzeit jeden Tag? Ja, bis zu. Also es ist natürlich ein bisschen umfangreicher, das heißt nicht nur Hühnchen, das wird dann mit Fisch. Es gibt natürlich Eier, ganz klar, es gibt auch Quarkspeisen. Aber es ist natürlich so, wir sind ja auch Menschen, ja. Und ein Mensch wird auch gerne mal genießen. Ein Hühnchen ist zwar mal lecker, wenn es warm wäre, nicht so kalt wie hier. Aber ansonsten gibt es natürlich auch mal meinen Mixer. Ne? Wir haben so eine Reihe, das heißt Markus der Mixer. Da mixen wir unser Essen, wie zum Beispiel Hühnchenbrust, mit ein bisschen Kokosmilch, ein bisschen Erbsen und Karotten dazu, ein bisschen Wasser. Das erste dann, war Hühnchenbrust? Genau, es wird gemixt. Was du gerade gesagt hast. Wird alles gemixt. Also kalte Hühnchenbrust, 200 Gramm Hühnchen, dann gibt es 200 Gramm Gemüse, 200 Milliliter Kokosmilch, 100 Milliliter Wasser, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, gemixt, aufgewärmt in der Mikrowelle. Und dann ist es eine schöne Suppe, die sehr, sehr lecker ist. Wer will, kann noch Ingwer reintun, für den Gesundheitsfaktor, für die ganz Verrückten, weil es dann heißt, wo ist denn das Vitaminreiche da drin? Also Ingwer kann man sehr, sehr gut reintun. Wer Ingwer mag, auch gerne mit rein, so 10 Gramm Ingwerwurzel und perfekte Suppe. Jetzt hast du ja gerade ein sehr schönes, ich möchte mal sagen, Leibchen angehabt auf dem Video. Da stand Chemieanhänger drauf. Mhm. Gibt es so einen kleinen Hinweis? Hilfst du da so ein bisschen nach oder machst du das echt alles über die Ernährung? Und ich mache natürlich sehr viel mit Sarkasmus. Ja? Ich tue sehr gerne Vorteile oder Vorurteile befriedigen. Ich habe so viele Sprüche, viel hilft viel, Chemieanhänger, sei still und wachst, leck dich hin und drück, du Arschloch. Das sind auch so Dinge, ne? Weil ja immer sehr viel Trimbums um das Training gemacht, ja, und die Energie aus dem Boden holen, alles Blödsinn. Ne? Wie gesagt, man ist alles mit dem Augenzwinkern. Ich nehme mich selber nicht ganz so ernst, war zwar einer der besten Bodybuilder der Welt, aber sicher auch einer der humorvollsten und das ist ganz, ganz wichtig bei mir. Jetzt bist du ja verheiratet.
Ja. Wie ernährt sich denn deine Frau? Weil ich kann mir vorstellen, ich habe auch schon sehr merkwürdige Ernährungskonzepte durch. Mhm. Da kommen wir auch später nochmal zu. Ich weiß, wie schwer das ist mit sozialen Kontakten. Wenn man dann irgendwie mit Freunden essen geht und die sagen, geil, wir gehen ins Kino für nochmal Pizza. Bei dir schwierig, oder? Es sei denn, es ist eine reine Hühnchenpizza. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt jeden Tag so essen muss. Ja? Also ich bin jetzt auch ein normaler Mensch. Ich kann auch mal eine Pizza essen. Oh Gott, Markus Rühl ist doch mal eine Pizza. Schmeckt sogar. Aber wenn ich natürlich darauf achte, was meistens in der Woche 5 bis 6 Mal vorkommt, einmal die Woche erst über Schluss habe, dann gehe ich euch ins Restaurant. Was ist ein Bodybuilder im Restaurant? Steak. Steak, Kartoffel, Salat. Kann eigentlich jeder hinbekommen, ne? Wenn er nicht komplett geisteskrank ist, bekommt jeder Küchenchef ein schönes Steak hin. Meine Frau isst ganz normal. Die isst, was sie mag. Und das stört dich dann auch nicht? Null. Im Gegenteil. Ich finde das sogar sehr, sehr erfrischend. Ich finde das ja gerade so der Gegenpol. Das Schlimmste wäre, wenn ein Bodybuilder jetzt noch jemand hat, der auch nur auf Essen achtet, dann hast du ja nichts anderes mehr zu tun. Was isst denn du? Ach, 150 Gramm Hühnchen. Ach, ich auch. Ach, das ist mein Hühnchen. Das habe ich gestern schon gekocht. Ja, gib mein Hühnchen her. Nee, meine Frau isst ein Nutella-Brot. Und deine Frau ist auch ganz weg von diesem Bodybuilder, von der Bodybuilder-Szene? Nee, wir haben uns kennengelernt. Sie kannte mich überhaupt gar nicht. Ich hatte nur gedacht, okay, das ist so ein Dicker, ne? Der hat ein paar Muskeln. Ne? Und das fand ich auch sehr schön, weil sie hat mich kennengelernt, nicht den berühmten Markus Rühl, den Bodybuilder. Weißt du, wie viel deine Frau wiegt oder darfst du das nicht verraten? 42 Kilo. 42 Kilo? So viel wiegt mein linkes Bein. Siehst du? Dann kannst du mal sehen. 42 Kilo hat meine Frau, bei 1,50 Meter Größe, ist komplettes Gegenteil von mir. Wir sind Paulchen und Panda. Ja? Und das ist auch sehr, sehr schön, weil das ist komplett, wie gesagt, das komplette Gegenteil von mir. Und das hält die Liebe jung. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Leute so sehr auf ihre Ernährung achten, ich habe es ja auch eine Weile lang gemacht, macht das Essen eigentlich gar nicht mehr wirklich Spaß. Da geht es dann nur noch darum, irgendwie so ein Ziel zu verfolgen und ha, jetzt muss ich abstreichen, wie oft habe ich heute schon gegessen, wie viele Kalorien waren das. Ist Essen für dich überhaupt noch Genuss oder sagst du, da geht es nach Plan? Mittlerweile wieder. Früher war es natürlich ein reiner Essensplan. Also ich habe mir morgens aufgeschrieben, was ich heute essen muss und so wurde gekocht. Aber das muss auch sein, wenn du erfolgreich sein willst in dem Sport, und Bodybuilding ist ein Spitzensport auf dem Profiniveau, dann kannst du dir keine Fehler erlauben. Und ein Fehler ist schon, wenn du vielleicht die 100 Gramm Hühnchen zu wenig isst, weil die 20 Gramm Eiweiß, die fehlen dir am Ende des Tages. Das ist ein komplettes Leben, was du da vorführst. Heute esse ich auch mal ein Brot. Meine Ach, kleine echt? Tochter. Du mein, Verrückter! Ja, ich esse tatsächlich ein Käsebrot. Oder ich habe letztens ein Video hochgeladen, da isst meine kleine Tochter, füttert mir kleine Chio-Chips. Das ist dann Cheat Day, ne? Ist doch geil. Ja. Ja. Du hast ja gerade schon ein Stichwort Meisterschaft. Wir haben da Fotos von dir in Wettkampfzeiten. Oh. Ui. Ja. Was hast du da? Du hast eine Medaille um den Hals. Jetzt weiß ich vom Marathon, dass jeder erstmal eine Medaille kriegt, der ins Ziel läuft. Das Aber ist ja was ist bei dir gewesen? Nein, also es stimmt tatsächlich. Du musst dich qualifizieren für den Mr. Olympia. Das ist der größte Wettkampf. Und da können nur die Top 15 bis 20 Top-Bodybuilder der Welt dürfen da mitmachen. Das ist in Las Vegas, wird einmal im Jahr abgehalten. Da war ich insgesamt 10-mal dabei. Wenn du da in die Top 10 kommst, ich glaube, das war aber ein Wettkampf, der war in New York und das Ding habe ich gewonnen. Das heißt, war Medaille für den ersten Platz? Ja, Sieger der Night of Champions. Mhm. Das ist auch von dem gleichen Wettkampf, oder? Jetzt schlag mich. Ich habe so viele Wettkämpfe gemacht, über 80, jedes Bild. Da warst du auch nicht so gut in Shape da auf dem Bild, ne? Nein, war nur ein Scherz. Nicht, dass ich noch Ärger kriege von dir. Nein, das stimmt tatsächlich. Da war ich jetzt nicht in Topform. Ich glaube, das war auch jetzt kein Wettkampf, der so super wichtig war. Meistens ist es ja so, du hast so 2, 3 Wettkämpfe vor dem eigentlichen Top, weil du kannst die Form über 5, 6 Wochen nicht halten. Da machst du es ein bisschen schwerer. Da hatte ich ungefähr 135 Kilo. Das sind so 5 Kilo über Wettkampf, über Topform. Und das ziehst du dann halt ein bisschen mit Wasser raus. Das ist kein Problem. Klar, ziehst du ein bisschen Wasser Dann gibt es halt keine leckere Kohlenhydrate mehr, sondern so. Nur noch das hier. Jetzt hast du gerade selber gesagt, da warst du nicht so gut in Shape. Was kann man denn da bitte noch verändern? Wo bist denn du da der Meinung, dass da irgendwas noch nicht ganz in Form ist? Naja, da ist immer noch so ein bisschen Speck dran. Ne? Wo denn? Im Haar? Auch, ja. Ne? Wenn es alles gut läuft, hast du auch Speck im Haar, damit die Frisur gut sitzt. Nein, das ist immer noch so kleine Nuancen. Wir reden hier von Spitzensport. Ja? Das ist jetzt kein Fettgehalt von 4%. Das ist ja normal. Ein normaler Mensch hat 15 bis 20. Und dann sagt der Normalo, ach, der hat eine schöne Figur. Für mich ist er fett bei 20%. Das ist ungefähr 4%, aber das ist auch nicht gesund, da müssen wir gerade drüber reden. Wie gesagt, Spitzensport hat nichts mit Gesundheit zu tun und diese Form kannst du nicht lange halten. Aber da ging noch was, klar. Das heißt, du lebst danach und trainierst auch danach, sagst aber selber, okay, ganz so gesund ist es jetzt nicht. Nein, auf diesem Niveau ist es nicht mehr gesund. Diese Form zu halten, kann der Körper auch nicht lange und das ist auch nicht gesund, das lange zu halten. Deswegen sage ich ja, die Topform kannst du nur einmal auf dem Wettkampf top erreichen und dann musst du wieder ein bisschen rausgehen. Dann ist es auch relativ okay. Also ich habe es über 15 Jahre lang jetzt professionell gemacht. Ich bin ein gesunder Mensch, habe eine junge Tochter jetzt am Start.
Alles top. Was glaubst du, wie das bei dir mal aussieht, wenn du irgendwann mal ganz aufhörst zu trainieren? Da denke ich immer so, oh, oh. Wird schwer. Ja, wird schwer? Wird schwer, glaube ich schon. Wir kriegen einen neuen Gast dazu. Bert Rutkowski kommt und der verfolgt eine Ernährungsform, wo ich immer sage, er isst nichts, was einen Schatten wirft. Mal gucken, ob er das auch so bestätigen kann. Er wird uns das gleich mal sagen. Es geht auf jeden Fall noch über die Ernährung hinaus. Bert Rutkowski. Grüß dich, Bert. Oh. Setz dich bitte. Ja. Ich kann dich gar nicht drücken, sonst zerquetsche ich dir dein Obst und Gemüse. Hallo Markus, ich setze mich einfach mal zu dir. Mein Nachtisch, Bert, vielen Dank. Dein Nachtisch, gerne. Ja. Du kannst Markus gerne versuchen, die Hand zu geben. Ich weiß nicht, ob ich es dir raten würde. Vielleicht drückt er nicht ganz so doll zu. Nein, ich bin jetzt lieb. Noch. Ja. Bert, du bist Frutarier. Ja. So, und du darfst jetzt mal mit meinem Klischee aufräumen oder es eben auch bestätigen. Was isst du? Nichts, was in irgendeiner Form einen Schatten wirft? Na, Schatten werfen ja alle Dinge, die da sind. Ich will so leben, dass halt für meine Ernährung, für mein Leben halt keine Pflanze und kein Tier stirbt. Deswegen esse ich halt Früchte, wie halt Obst oder Gemüsefrüchte, Getreide, Blätter, Nüsse, Pilze, genau was man hier sieht. Also keine Zwiebeln, keine Karotten, weil dadurch die Pflanze halt stirbt und auch keine Tierprodukte. Das heißt, alles wo bei einer Pflanze, wo man das abpflücken kann und der Pflanze geht es danach noch gut, da die sagst überlebt. Du top, genau. Alles andere genau. Eher nicht so. Richtig. Und geht es bei dir auch über die Ernährung hinaus? Viele Frutarier machen es ja so, dass die sagen, auch Möbel aus Holz zum Beispiel nicht, keine Kleidung aus Wolle. Also so ähnlich ist es. Also ich versuche halt eher Möbel zu besorgen, die es halt schon gab, also gebrauchte Möbel. Manchmal muss man halt auch Kompromisse machen, wenn halt die Freundin halt dann doch bittet, dass man doch was Neues kauft. Aber so ist es halt, keine Kleidung aus Wolle, keine Schuhe aus Leder und so wenig wie möglich Holz zu kaufen, wie ich auch mit der Ernährung. Also. Mhm. Genau. Jetzt muss ich mal sagen, Spaßfaktor mit euch zwei. Der eine hier Cola Light, der andere Wasser. Ich sitze hier mit meinem Weißwein, ist so, ja, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wie ist denn das bei dir zu Hause? Du hast ja auch eine Freundin. Ja. Wie ernährt die sich? Sie ist vegan, aber da ich meist koche, gibt es dann meist Frutarier. Bei euch geht's ab daheim, oder? Ja, immer leckere Gerichte. Ich habe ja so, mir so eine kleine Liste gemacht mit meinen frutarischen Rezepten, die ich mir ausgedacht habe, um halt mal zu gucken, was ich schon mal gekocht habe. Vergesse ich ja manchmal und dann überlege ich wieder was. Oft kochen wir natürlich auch immer was Einfaches, was schnell geht. Und, ja. Was hast du heute zum Beispiel gefrühstückt? Gefrühstückt habe ich Brot mit Margarine und Tomatenmark. Ach guck, das klingt ja ein bisschen nach Knastessen, aber ansonsten eigentlich ganz okay. Hast du schon mal Brot mit Tomatenmark gegessen? Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was du gefrühstückt hast, Markus. Zu wenig, weil ich sehr hungrig bin. Ich habe gefrühstückt heute Morgen 250 Gramm Reis mit einer Dose Thunfisch und 300 Gramm Mais, zusammen mit meiner Tochter. Ich glaube, so bestimmt 50 Gramm hat sie gegessen. Also die isst immer das, was der Papa isst. Aber ich versuche ja halt auch was Gutes mitzugeben schon. Also bei mir gibt es keine Bockwurst, sondern da gibt es lieber Haferflocken, eine Banane, ein bisschen Obst, eine Kiwi, bevor ich hier so eine schwachsinnige Bockwurst in den Hals schiebe, was sowieso eine gepresste Scheiße ist. Ich hoffe, ich darf Scheiße sagen, die Zeit. Aber das es ist einfach absolut. So. Dann versuche ich hier lieber ein bisschen was Gutes mitgegeben, ein paar gute Kohlenhydrate und ein bisschen Eiweiß im Thunfisch. Wie ist es bei dir, Bert, mit Ausnahmen? Weil, musst du zugeben, oder manchmal sitzt man vom Fernseher, guckt Sat.1 und denkt sich jetzt irgendwie ein Stück Schokolade oder irgendwas gibt's es gibt da was? Es gibt ja auch vegane Schokolade, also das ist jetzt kein Problem. Das ist doch keine Schokolade, Bertram. Wie? Auch die nur Schokolade. Schokolade? Es gibt Schokolade mit Milch, es gibt Schokolade mit Reismilch, es gibt ja auch Zartbitterschokolade. Vegane Schokolade gibt's? Ja, gibt es. Genau, wird mit Reismilch gemacht. Das heißt, du suchst dir dann einfach was der frutarischen Ernährung genau, entspricht genau. Und versuchst dann nicht auf was zu verzichten. So ist es, ja. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf eure beiden Teller gucken, was könntet ihr gegenseitig beim anderen überhaupt essen? Bleibt da irgendwas übrig? Also ich könnte alles essen. Du könntest alles essen, würdest wahrscheinlich nicht satt werden. Nein, mir wird es nicht schmecken. Manches weiß ich gar nicht, was es ist. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen Nachhilfe geben? Das ist ein Kürbis, das ist Granatapfel. Naja, warte mal, wir wollen mal gucken, ob Markus das erkennt. Hättest du das als Kürbis erkannt? Nee, ist ein bisschen klein. Ne? Ich kenne nur den Kürbis, den ich mir vor die Tür stelle an Halloween. Der ist ungefähr 10-mal so groß. Ne? Gibt ja verschiedene Kürbissorten, genau. Was ist das hier, Markus? Avocado. So, guck mal. Gibt's auch lecker als Creme bei mir, mit ein bisschen Zwiebel dran, Pfeffer und Salz, Avocado-Creme. Kann man auch wieder mixen, ne? Ich bin ja König der Mixer. Und dann kannst du das machen, kannst einen Brotaufstrich drauf machen. Ne, mache ich ja immer Avocado in eine Schale, wird dann halt mit einer Gabel fein gemacht, Salz rein und dann ist das fertig. Perfekt, Zwiebel mache ich nicht ran, sonst essen wir es gleich. Mach noch ein paar Tomaten rein. Manchmal fein geschnitten, ja. Das ist so, dann machst du was ganz Verrücktes, was du mit Tomaten reinmachst. Ja. Ich kann mich auch kaum halten auf meinem Stuhl, weil ich das gar nicht fassen kann, was aber du meistens mache ich es halt einfach Avocado,
als Mousse und dann Salz und dann ist lecker Brotaufstrich. Markus, was gibt es denn auf deinem YouTube-Kanal noch für außergewöhnliche Rezepte außer deinem Fleisch-Smoothie? Ja, wir haben ja einige Dinge. Ich meine, ich bin ja bekannt geworden durch meinen Thunfisch-Shake. So ein bisschen die ekelhaft gern wird das. Aber Lieder, es gibt ja so Proteinshakes, ja? Die man kaufen kann, kennt ja jeder, die Supplements. Und ich habe gedacht, okay, ich mache mal außerhalb dieser... Den wirst du uns gleich nochmal machen, ne, den Fleischshake? Kann man machen, ja, das ist kein Problem, ja. Mache ich für den Bert extra. Was heißt denn hier für den Bert? Oder für dich natürlich, ja. Ihr dürft ihn alle probieren. Ich freue mich, wenn ihr alle lecker meinen Shake probiert. Ja. Nein, ich habe Thunfisch gemixt mit Pfeffer und Salz und in den Mixer warmes Wasser dazu und getrunken. Ging relativ viral rum. Kann ich auch gerne mal machen nachher. Also wenn wir Thunfisch haben, das ist eine Köstlichkeit. Besser wie das Wasser da. Weißt du, was von deinen YouTube-Videos das ist, was am meisten Klicks hat oder was am meisten Likes bekommt? Ich glaube, das war mit das, was ich über Veganer erzählt habe. Was hast denn du über Veganer erzählt, Markus? Also, ich bin angesprochen worden, Markus, was sagst du zur veganen Ernährung? Und da habe ich eine Minute lang geschwiegen. Und das war's? Dir ist nichts eingefallen, oder? Ich kann dazu so nichts sagen, weil ich kann es halt nicht nachvollziehen, wie man das... Ich finde es gut, wenn man es macht, weil es eine... Also für mich wäre es eine Geiselei, ne? Weil es finde ich schwer, finde ich schwierig, finde aber den höchsten Respekt vor jedem, der es durchzieht. Was ich keine gute Meinung an den Fake-Veganern habe, die das nur als Modeerscheinung machen, aus irgendwelchen kommerziellen oder modetechnischen Gründen. Entweder mir hat die Lebenseinstellung, wie du das machst, oder mir hält die Schnauze. Ich habe keine Ahnung, aus welchen Beweggründen man einen Fleischshake macht, aber wir werden das jetzt einfach mal machen. Du gehen wirst dich wundern, wie lecker der ist. Wirklich? Naja, klar. Na klar. Wie viel Gramm Fleisch kommen da jetzt genau rein? 200 Gramm Hühnchen. Bert, ich würde sagen, du kannst auch zu uns kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich interessant wird. Naja, ich kann ja mal gucken, aber... Interessante Auslegungssache. Wir werden das gleich sehen. Wer das verpasst, hat die Welt nicht gesehen. Was hier gemacht wird. Sag ich dir nur. Komm ruhig zu uns. Ich verzweifle schon an dem Shaker hier. So, jetzt fangen wir erstmal an und machen 200 Gramm Hühnchenbrust. Wie ist denn die Waage da? Oder sind das 200 Gramm? Das sind 200 Gramm. Ja, dann läuft's doch. Du, wir bereiten das alles vor beim Fernsehen. Ja, ich sehe das schon. Also einmal rein. Ist das jetzt kalt oder warm? Das ist kalt. Ne? Dann nochmal 200 Milliliter Kokosmilch. So. Dann machen wir so ein bisschen Gemüse. Normalerweise mache ich nur Karotten rein. Aber wir machen jetzt ein bisschen Mischgemüse rein. Machen wir nicht zu viel. Du, das langt das ja. Nicht, dass die Masse sonst nicht... Nein, um Gottes Willen. Das muss genau stimmen. Ne? Und wir machen noch ein bisschen Wasser rein. Und Ingwer. Ingwer ist natürlich jetzt auch ein bisschen geschmackabhängig. Wer Ingwer mag, der mag ja ein bisschen mehr. Auch, ne? Genau, Ingwer ist ja ganz gesund. Ich esse jeden Morgen ein Stückchen Ingwerwurzel. Du hast richtig Spaß im Leben, Markus. Fürs Immunsystem, ja, bei mir geht es richtig vorwärts. Ne? Wasser rein, ungefähr 150 Milliliter. Ich hoffe, auch das stimmt. So, und dann wird gemixt. Jetzt gucke ich mal, ob der was kann hier. Jetzt wird es spannend. Also wenn ich ein Wort dafür bräuchte, wäre es widerlich. Widerlich? Ja. Ja, es ist so vieles im Leben, ne, was sich dann revidiert. Ein Fleischshake zum Beispiel. Fleischshake. Es ist ja immer so... Es ist ja heute ein Trend, ja, sich gesund zu ernähren, proteinreich, kohlenhydratarm. Und das ist so eine Sache, was man wirklich so in die anabole Richtung bringen kann. Das heißt, viel Eiweiß, gutes Fett und wenig Kohlenhydrate, was man natürlich auch in der Diät dann relativ gut umsetzen kann. So, jetzt mache ich mal ein Gefäß vom Mikrowellen. Gläschen? Ja, normalerweise wird es noch warm gemacht, dann ist es natürlich noch leckerer. Ja, aber wir können es auch gerne mal kalt genießen. Wir können ja heute auf die Gourmet-Variante verzichten. Genau, verzichten wir heute. Ja, Achtung. Das ist halt jetzt eine Suppenkonsistenz, jetzt mal ohne Total. Mist. Total. Was soll das für eine Suppe sein? Eine leckere. Also, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, Markus, aber als ich letztes Wochenende weg war und mir war ein bisschen schlecht. Ja. Das ist jetzt schwer in das Gefäß. Das sieht jetzt noch ekliger aus, wenn so vorbeiläuft. Ne? Ich würde sagen, euch beiden stelle ich mal hier schon mal was hin. Das ist saulecker. Ihr könnt gerne schon mal so ein bisschen probieren, wenn ihr wollt. Bitte hier auch noch mal. Guck mal, machen wir einen für Bert. Jetzt fällt jetzt noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Also wenn Pfeffer und Salz das Einzige daran ist, was da fehlt. Mhm. Ist nur Gesundes. Und ist so schlimm? Bert, du kannst ja mal sagen, was könntest du denn, was da drin ist, überhaupt essen? Die Kokosmilch. Jetzt musst du das vorstellen. Die Kokosmilch. Wenn und das jetzt warm ist. Genau. Und als Suppe, ein bisschen Petersilie drauf, dann ist es sehr lecker. Ich glaube, warm könnte es essen. Warm schmeckt das richtig gut. Wollt ihr mal dran nippen? Ja, okay. Ist schon das zweite Glas jetzt. Das ist das zweite Glas, kriegst du eigentlich genug.
Nee, kann man nicht essen. Also wenn Sie, liebe Zuschauer, der Meinung sind, es gibt irgendwas, was unbedingt in der Dinnerparty stattfinden muss, wie zum Beispiel so ein Fleischshake, dann schreiben Sie uns das gerne auf hellwach@dinner-party.de. Die beiden haben den Fleischshake gerade schon probiert. Lässt du mich noch bis zur Werbung kurz? Bitte. Damit, ich versuch's danach mal. Herzlich willkommen zurück bei der Dinnerparty hier in Sat.1. Und bei uns geht es heute um extreme Ernährungsformen. Am Tisch sitzt Markus Röhl, Bodybuilder. Am Tisch sitzt Bert Rutkowski, er ist Frutarier und isst nichts, wo eine Pflanze oder ein Tier zuleide kommt. Und hier sitzt ein Fleischshake. Das sitzt. Ich bereue es jetzt schon. Du hast Hühnchenfleisch, Gemüse, Möhrchen und Salz, Pfeffer, Ingwer. Das hast du da alles zusammengemixt? Ohne Salz, Pfeffer. Ohne Salz, Pfeffer, okay. Hühnchen, Kokosmilch, Gemüse. Ingwer, Wasser. Welche Wirkung versprichst du dir davon, wenn man das trinkt? Schönheit und langes Leben. Brauche ich es dann noch? Zumindest langes Leben. Okay, ich probier's. Denk ans Leben. Das kann ich ja gar nicht. Oh. Ja, gut. Das schmeckt halt wie püriertes Fleisch, ne? Möchte irgendjemand probieren? Wir haben da noch zwei, drei übrig. Soll ich mal? Na, biet mal an, der junge Mann dahin. Der sieht aus. Ohne ihn gesehen zu haben, er sieht so aus, als würde er gerne einen probieren. Wie heißt er? Philipp. Philipp. Hier, das ist der Fleischsteck. Fleischsteck Philipp. Sag mir erstmal, wie es riecht. Oh, der zieht gleich weg hier. Es riecht ein bisschen nach Ingwer. Kann das sein? Kann sein, ja. Hast du gar nicht hingeguckt, oder? Probieren wir mal. Mhm. Fehlt was Salz. Sonst, und dann aber sonst wär gut. Geht's, sonst alles geht's, klar, ja. Sonst wäre gut, sagt er. Na dann? Na. Was würdet ihr sagen, wiegt so ein durchschnittlicher Burger? Egal, ob das jetzt ein Veganer oder vegetarischer Burger ist. Für einen Frutarier oder für einen Bodybuilder? Völlig egal. Nur ein durchschnittlicher. Den man jetzt draußen als Otto-Normalverbraucher, als ich, kaufen würde. 300 Gramm. Ich hätte jetzt 80 Gramm gedacht, oder? Ich glaube, Markus liegt näher bei etwa 300 Gramm. Die Frage ist, warum sollte man einen 300 Gramm Burger essen, wenn man auch einen haben kann, der 1,5 Kilo wiegt und einen 30 Zentimeter Durchmesser hat? Ein bisschen wie so einen kleinen Chihuahua, bloß als Burger müsst ihr euch das vorstellen. Mhm. Genau den haben wir nämlich hier. Grüß dich, Florian. Hi. Schön, was du uns da mitgebracht hast. Ja, ein kleines Burgerchen, ne? Darf ich dir dieses Mikrofon geben? Ja, klar. Du bist Geschäftsführer im Restaurant Waldgeist in Hofheim. Das ist korrekt. Und ihr seid für eine ganz bestimmte Sache sehr, sehr bekannt, und zwar fast schon weltweit. Ja, wir haben vor ein paar Jahren mal angefangen, die ganzen Speisen ein bisschen größer zu machen, als man das sonst so kennt. Und das ist eins von deren Exemplaren. Ein 1,5 Kilogramm Burger, ungefähr 800, 900 Gramm Fleisch und das Brötchen und der Rest wiegt natürlich auch noch mal ein bisschen was. Ich würde sagen, ihr wart vorher mal ein normales Restaurant. Wie kam es, dass ihr dann so auf XXL-Größen gegangen seid? Wir waren so ein richtiges Tennishäuschen, halt so ein kleines Restaurant, wo da halt nach dem Tennismann ein Würstchen isst oder sowas. Und dann hatten wir ein paar Stammgäste, auch Footballspieler oder hier wie unser Kollege Herr Rühler hinten, die immer ein bisschen mehr Hunger hatten und den Chef so ein bisschen aufgezogen hatten. Und mein Chef hat dann damals irgendwann den Schnitzel hingehauen, die halt so groß waren, dann so groß waren, immer größer wurden. Und daraus hat sich dann so ein richtiges Konzept entwickelt. Die Leute kamen mit ausgedruckten Sachen aus dem Internet und haben gesagt, wie kamt ihr denn auf die Idee? Und kamen und wollten diese Currywürste und diese Sachen bestellen, die wir gar nicht auf der Karte hatten. Und haben dann langsam gemerkt, okay, die Nachfrage ist da, dann liefern wir doch ab. Und so hat sich's entwickelt. Wir haben große Speisen, wir haben große Getränke, das passt halt alles zusammen. Seit wann macht ihr das jetzt? Schon 18 Jahre. Wir hatten letztens 18 Jahre Feier. Das heißt, ihr seid jetzt volljährig? Wir sind volljährig, ja. So. Wir haben es auch gebührend gefeiert. Und ihr habt richtige Wettbewerbe, die ihr veranstaltet, ne? Ja, weniger in letzter Zeit, aber wir haben schon einige gemacht, ja. Also da kam japanisches Fernsehen, es kamen Privatleute. Es kann auch immer noch mal am Samstag passieren, dass du eine Gruppe hast von 10, 15 Leuten und die sagen, okay, wer es schafft, wird eingeladen. Oder wer es nicht schafft, muss zahlen oder so Geschichten. Da ist das immer eine gern genommene Wette oder ein großes Schnitzel oder auch das Steak mal. Der Herr Rühle auch kennt von uns, 1,2 Kilo und da wird da halt schon noch um die Wette gegessen. Sind natürlich eher die jüngeren Leute, ist natürlich ein bisschen Spaß, ein bisschen Augenzwinkern dabei, aber wir haben auch noch die normale in der Küche. Ich würde das auch definitiv nur mit einem Augenzwinkern essen. Wie oft, meinst du, wird es in der Woche bei euch bestellt? Oh, also wir an einem guten Wochenende verkaufen wir schon locker über 100 Burger. Wirklich? Ja, ja. In der Größe? Ja.
Und wie lange braucht so ein Footballer oder so ein Typ vom Kaliber Markus Riehl, wie lange sitzt er da drin? die wenigsten schaffen es. Also das kann ich an einer Hand abzählen. Also vielleicht alle 3-4 Monate wird mein Burger zu 3/4 geschafft. Es gibt immer mal welche, die man am wenigsten erwartet. Also meistens dürre Leute, sehr oft Sportler natürlich. Die können immer viel essen, weil sie natürlich das Essen gewohnt sind. Und weil sie Disziplin haben, gehört auch dazu. Also wenn du so ein Ding anfängst, dann irgendwann, musst psychisch stabil sein, sonst hast du keine Chance. Macht man da vorher so ein mentales Vorbereitungstraining und schwört sich darauf ein, dass man es schafft? Ja, tatsächlich. Also wirklich, die Profis machen das. Und wenn du sagst, Profis, die schaffen so ein 3/4 Burger, wie lange brauchen die dafür? Die Zeit ist schon entscheidend. Also was du in der Stunde nicht mehr geschafft hast, das kannst du dann noch vergessen. Weil also nach einer halben Stunde selbst fängt es an, da kommt das Völlegefühl und dann ist es vorbei. Wenn ich jetzt jemanden hier aus dem Publikum rauspicke, ja, so einen, jemanden, der seinen Magen nicht extra geweitet hat, ja, was glaubst du, wie lange braucht er oder wie weit schafft er es überhaupt? Ein Viertel. Man muss ein bisschen ehrlich sein, das ist jetzt auch nicht mehr der allerheißeste gerade, der Burger. Das wird nochmal ein bisschen schwieriger, das Brot wird natürlich dann ein bisschen fester. Aber wenn er ein Viertel schafft, ist er gut. Okay. Also wir haben Kindergeburtstage mit 15 Kindern, die essen einen Burger und eine Portion Pommes. Klar, was man auf dem Kindergeburtstag halt so macht. Ja, ne? Und Kerze oben drauf und hast du gleich die Torte. Okay, du sagst, er ist nicht mehr der allerheißeste. Ich guck mal, ob ich jemanden finde, der heißer ist, der uns den Burger essen kann. Viel Erfolg. Ich guck mal. So, meldet sich irgendjemand freiwillig. Das ist zwar keine freiwillige Meldung, aber ich würde sagen, du sitzt hier gleich als erstes. Wie sieht's aus? Ja, gerne. Hast du gerade mal gesehen oder der ist ja in deinem Rücken, der Burger? Hast du überhaupt einmal? Ich hab mal rüber geschielt. Ja. Wahnsinn. Was war das Größte an Burger, was du bis jetzt gegessen hast? Weil es ist ja ungefähr Pizzagröße. Ja, so ein 400-Gramm-Burger, den man in einem guten Burgerladen bekommt, nicht aus diesen klassischen Fastfood-Ketten, aber das ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Willst du für einen Rekord eine Zeit setzen? Was meinst du, wie lange du brauchst, um durchzukommen? Eine gute halbe Woche. Eine gute halbe Woche? Also in einer Stunde. Ich sag mal so, wir lassen dir hier die Lichter nachher an und so, ne? Du dann kannst ja schon mal mitkommen, dann genau. Super. So, das drück ich dir mal kurz in die Hand, genau. Du darfst hier einmal Platz nehmen. Reicht dir das hier so vom Besteck? Guck mal, du hast ein sehr großes Messer. Das reicht, Messer, das ist super. Sehr wow, gut. Ja, dann würde ich sagen, hau rein, mein Lieber. Dankeschön. Wir gucken immer mal wieder rüber. Spätestens nächste Woche schalten wir nochmal hier zu dir rein. Bis dahin schaffe ich's. Florian, du kommst mit mir? Ja. Na Jungs, wie geht's euch, wenn ihr das seht? Hungrig. Ja, das glaube ich. Und Hubert? Mhm. Ziemlich groß, was soll ich dazu sagen? Ja. Also, was ich ja. Es ist einfach zu groß, ja. Für einen normalen Menschen. Es ist zu groß und für dich wahrscheinlich auch zu viel Fleisch und zu viele Sachen drin, wo Pflanzen oder Tiere für leiden mussten, schätze ich mal. Das kommt dazu, genau. Was ich ja an deiner Ernährung total toll finde und auch verstehen kann, ist, dass sie sehr tierschonend ist. Weil das ist auch was, wo ich merke ganz oft, dass ich da Probleme mit habe, dass die Tiere leiden müssen und in der Massentierhaltung ja auch nicht so gut gehalten werden. Ist das auch für dich mal so ein Ziel gewesen, dass du sagst, du wolltest versuchen, da ein bisschen drauf zu achten? Es sind ja ethische Ziele, also ethische Gründe. Ich will ja, dass kein Tier ausgebeutet, dass kein Tier leidet, dass kein Tier stirbt, dass keine Pflanze stirbt. Das ist ja ethisch bewogen, dass ich so lebe. Was kannst du im Restaurant bestellen, wenn du essen Also im gehst? Restaurant meistens bestelle ich vegane Sachen, weil frutarisch da, das ist, glaube ich, zu kompliziert. Und das denken die meisten wahrscheinlich, es ist ein Cocktail oder so. Ich will es einfach nicht, weil manche denken, das ist nur Obst. Oft wird ja frutarisch mit Obst gleichgesetzt, obwohl halt Obst sind ja alles Früchte, aber es gibt ja auch Gemüsefrüchte wie Paprika oder Tomaten, Gurken und halt auch viele andere Sachen, die man hier auch sieht, Kürbisse und auch Getreide. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Leute im Restaurant damit nicht überfordert sind. Und auch wenn ich auf Reisen bin, ich bin ja international immer ein bisschen unterwegs, lebe ich meist vegan. Ja. Okay, das heißt, Restaurant kriegst du hin. Wie ist das, wenn Freunde zum Essen einladen und sagen, so, wir machen heute einmal eine lustige Runde, müssen die für dich einen Extrateller kochen? Oder meistens die dir machen sie das so, dass sie was extra für mich haben. Oder wenn es sind ja meist vegane Leute, dann esse ich da vielleicht auch was von oder ich gucke, was ich essen kann. Ja. Hast du schon mal bemerkt, dass es irgendwie dir gesundheitlich nicht so gut geht? Weil es gibt ja viele Kritiker, selbst der Vegetarierbund, der sagt, ah, die Leute haben einen Nährstoffmangel, wenn die sich so ernähren. Also mir geht's gut. Ich habe auch mich untersuchen lassen. Das ist alles in Ordnung. Kann natürlich in allen Ernährungsweisen irgendwas falsch machen, ob man nun omnivor ist oder vegetarisch, vegan, frutarisch, wenn man halt bestimmte Dinge nicht isst. Ich höre in meinen Körper rein und esse das, worauf ich Lust habe. Mal esse ich halt Nudeln, mal esse ich irgendwie Reis mit Kokosmilch und Gemüse oder esse ich Bohnen, Hülsenfrüchte oder Pilze. Ist halt immer, wie ich gerade Lust habe. Ja. Wir haben einen neuen Gast, die Makrobiotin Isabella Julien. Endlich mal Mädels hier am Tisch, würde ich sagen.
Hallo Isabella, grüß dich, schön, dass du da bist. Setz dich. Ja, die Gastgeberin kocht heute ausnahmsweise nicht selber. Bin sehr froh, dass du dein Essen mitgebracht hast. Und jetzt wird's richtig verrückt. Ich dachte bis jetzt ehrlich gesagt, dass Bert als Frutarier so das Ausgefallenste wäre, was wir hier am Tisch haben. Aber es geht noch ein bisschen, verrückter. Es gibt Leute, die sich tatsächlich nach Yin und Yang ernähren und sagen, es gibt eine Ernährung, bei der geht es um die Ordnung der Natur. Klingt für mich erstmal sehr deutsch. Ich hoffe, Isabella, du kannst uns erklären, was genau das heißt. Ja, die Makrobiotik ist im Grunde eine Art Philosophie. Sie beschäftigt sich oder bedient sich der Termini von Yin- und Yang-Tendenzen. Das bedeutet, wir leben in einer dualistischen Welt und die versucht die Makrobiotik mit diesen Termini zu erklären. Und ist genauso beim Essen, genauso wie bei der Erziehung oder wie in der Politik. Man kann alles ist, hat eine Vorder- und eine Rückseite. Es gibt in der dualistischen Welt kein heiß ohne kalt, kein hell ohne dunkel, kein laut ohne leise. Ich hoffe, ich mache dich jetzt nicht traurig, wenn ich dir sage, ich habe ungefähr gar nichts davon verstanden, was du gerade versucht hast, mir zu erklären. Vielleicht kannst du es einfach mal an dem Essen, das du mitgebracht hast, versuchen, uns so ein bisschen näher zu bringen. Was ist das? Was davon ist Yin? Was davon ist Yang? Und warum darfst du nur das essen? Wir kochen Essen, das unseren Körper möglichst wenig belastet, damit der Körper oder der Mensch belastbarer ist, weil er eben nicht so viel mit Verdauen und Verstopfwechseln beschäftigt ist, sondern er hat dann mehr Kraft für anderes. Ja, für und was heißt, was muss dann da wegfallen? Was muss man aus der Ernährung streichen, was einen so belastet? Tja, zum Beispiel Zucker, Molkereiprodukte, alles, was Fleisch. Spaß macht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Denn mein Essen macht unheimlich Spaß. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist das Beste, was dir im Leben passiert ist, dann würde ich sagen, außer meiner Familie die Makrobiotik. Ich würde sagen, wir versuchen mal, wow, der Markus trinkt hier gleich den nächsten Fleischshake, kriegt nicht genug, hast Hunger, ne? Ist Abendessenzeit für dich, ne? Ich hab ja noch genug. Hau rein, mein Lieber. Das riecht sehr lecker übrigens, was Isabella da hat. Ja, ich dachte, wir können vielleicht mal versuchen zusammen, also das hier ist noch relativ einfach, Brokkoli und ich glaube, das ist Kürbis, ne? Also vielleicht erkläre ich erstmal so, was Yin und Yang ganz einfach bedeutet. Yin und Yin ist mehr die ausdehnende Kraft und Yang die zusammenziehende Kraft. Ich bin die Ausdehnende, ehrlich gesagt, ja. Das weibliche Prinzip, das mehrjenige Prinzip, das männliche Prinzip, das Festere, das Weichere. Ja, gibt es tausend Beispiele. Ich erkläre es jetzt mal an dem Teller. Allein schon die Art der Zubereitung. Also man kann Gemüse yinisieren und man kann es yangisieren. Man kann es kochen. Durch viel Wasser wird es eher etwas jinniger, weil es weicher wird. Ja? Wenn ich es aber brate und ihm viel Hitze zuführe, kriegt es eher eine yangigere Tendenz. Wenn ich es mehr salze, wird es yangiger, weil es die Flüssigkeit verliert. Ja? Also das ist ein ganz komplexes System, was äußerst schwierig ist, einfach zu erklären. Okay, wo würdest du denn sagen, wenn du jetzt versuchen müsstest, uns zu überzeugen, wo liegen die Vorteile? Oder was gibt es, wo wir sagen, ja, deswegen sollte ich das mal ausprobieren? Die Vorteile sind, dass man sich unheimlich wohlfühlt mit diesem Essen. Also zumindest alle Leute, und ich mache das ja seit 40 Jahren und seit ungefähr 20 Jahren unterrichte ich das, fühlen sich, wenn sie auf diese Art von Ernährung umstellen, wesentlich leichter. Meistens verlieren sie Gewicht und fühlen sich fitter, arbeitsfähiger, belastbarer, werden nicht mehr so schnell krank, kriegen kaum Erkältungen. Das ist so eine kleine so ein kleiner Nebenvorteil. Wir haben da hinten den Finn sitzen, der versucht sich an einem 1,5 Kilo Fleischburger. Ich betone, er versucht. Kannst du mal mit Daumen hoch oder runter? Wie schlägst du dich? Schmeckt hervorragend. Zeig mal. Oh, okay. Es schmeckt anscheinend zumindest. Von hier sieht es noch sehr, sehr viel aus. Wir kriegen wieder einen neuen Gast und ich habe das Gefühl, es geht zurück in die Steinzeit jetzt mit Jens Frese bei uns. Hallo Jens, grüß dich. Oh, lass es nicht fallen. Ich bin sehr froh, dass du dich dem heutigen Abendprogramm gebeugt hast und dein Essen selber mitgebracht hast. Hoffe, du bist nicht böse.
Du bist jemand, der Paleo-Anhänger. Sich Paleo-ernährt. So, genau. Paleo heißt erstmal, es kommt aus der Steinzeit. Du machst Steinzeiternährung. Genau, das ist, also die Grundidee ist, dass man Nahrungsmittel vermeidet, die neolithisch sind, also die erst nach der Agrarrevolution angebaut wurden, wie zum Beispiel Getreide, wir vermeiden Milchprodukte, wir vermeiden Hülsenfrüchte. Ja, und natürlich alles, was industriell ist. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht und habe dann aufgegeben. Du machst das seit? 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Mhm. Und du arbeitest ja auch sehr viel mit Sportlern zusammen, mit Spitzensportlern, ja, und sagst, oh, die ernähren sich auch nicht immer so gesund, ne? Ja, absolut nicht. Mhm. Ich verfolge immer dieses Paleo-Konzept, ohne dass ich das jetzt den Leuten erzähle, was ich da mache. Mhm. Ja, aber wir fangen meistens mit einer Sache an. Also wir nehmen zum Beispiel Getreideprodukte raus, ergänzen das mit etwas anderem und dann geht das so konzeptionell immer einen Schritt weiter. Mhm. Am Ende wissen die eigentlich gar nicht, was sie da machen, aber sie bekommen von mir den Plan. Hauptsache, es gibt was zu essen. Genau. Jetzt ist ja Grundlage der Steinzeiternährung, dass man sagt, nichts, was industriell gefertigt wurde, genau, sondern so, wie Menschen sich in der Steinzeit ernährt haben, weil sich der menschliche Körper nicht so schnell weiterentwickeln kann, als dass er mit industriell gefertigter Nahrung zurechtkommt. Genau, das ist so ein bisschen die Grundidee, dass unsere Gene, die ja eigentlich schon so, sagen wir mal, 2,5 Millionen Jahre Homo sapiens sind, dass die einfach nicht an diese industriellen Nahrungsmittel angepasst sind. Jetzt gibt es die einen Ärzte und Wissenschaftler, die sagen das, und die andere Seite, weswegen ich irgendwann aufgehört habe, die sagen, der Körper kann sich super schnell umstellen. Der kommt auch mit industriell gefertigter Nahrung zurecht. Und vor allem isst du ja bei der Steinzeiternährung relativ viel Fett, weil du auf die ganzen Kohlenhydrate und alles, was mit Zucker zu tun hat, verzichten musst. Das heißt, so gesund ist es dann vielleicht auch nicht. Das denkt man, aber das ist nicht so. Mhm. Ja, weil es hat erstmal mit Kohlenhydraten an sich gar nichts zu tun. Es ist ja nicht so, dass wir im Paleo-Bereich, dass wir auf Kohlenhydrate verzichten. Aber es sind eben keine industriell hergestellten Kohlenhydrate. Das ist der große Unterschied. Ja, auch unsere Vorfahren und vor allem die Naturvölker, die essen auch zum Teil 70% Kohlenhydrate, ja, sind trotzdem nicht übergewichtig, haben kein Diabetes, haben kein Alzheimer, haben kein Krebs, also diese ganzen Zivilisationserkrankungen. Und darum geht es uns eigentlich, die zu vermeiden. Wenn du jetzt mal hier in die Runde blickst am Tisch, was würdest du sagen, wer hat die Ernährungsform, wo du dich noch am ehesten mit anfreunden könntest, wenn es nicht Steinzeiternährung wäre? Wir sind uns rein so untypisch von der Ernährung hier. Eiweißreich, gute Kohlenhydrate, gute Fette. Jetzt bin ich sehr stark in der Fitnessszene verhaftet, sodass wir uns natürlich logischerweise verstehen. Und wir sind nicht sehr weit voneinander entfernt. Deswegen muss ich auch gleich unbedingt deinen Shake probieren. Möchtest du den jetzt probieren? Ja, unbedingt. Sehr, sehr gerne. Das ist so ein bisschen hässlich zu trapieren, weil es gefäßt so klein ist. Hey, Vorsicht, das schmeckt super lecker. So, ich würde sagen, guten Appetit oder was man da wünscht bei einem Fleischshake. Ja. Halt gut durch. Das sieht gut aus. Und, wie schmeckt's? Sieht nach einem Daumen nach oben aus. Sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder und gucken vor allem mal, wie weit Finn ist mit seinem 2,5-Kilo-Burger. Und ich trinke jetzt mal rein. Herzlich willkommen zurück bei der Dinnerparty Insat1. Bei uns geht es heute um extreme Ernährungsformen. Und ich weiß, es kommt normalerweise nicht auf die Größe an. Aber unser Testkaninchen Finn aus dem Publikum versucht sich gerade an einem, ich würde sagen, pizzagroßen Burger. Ja. Ich finde es unglaublich, wie viel du schon geschafft hast. Du hast, glaube ich, 3/4 von diesem Ding vernichtet. Ja, sind, glaube ich, gut 3/4. Hast du den Mund noch voll? Nein, alles gut. Fühlst du dich auch so ein bisschen, als hättest du gerade einen Kampf hinter dir? Also ist ja noch nicht geschafft. Aber, ja, also die Beschreibung von der Dame trifft es ganz gut, der Löwe in der Ecke. Also sehr, sehr lecker, aber man fühlt sich doch sehr, sehr voll. Muss ich danach erstmal hinlegen? Am liebsten, ja. Was hast du das Gefühl, wo steht dir das Essen jetzt gerade? Auch alles noch im Magen, mit so ein bisschen Wasser geht's. Aber man merkt, es geht einfach irgendwann nicht mehr. Okay. Also Respekt an jeden, der das schafft. Na dann, ich drücke dir weiter in die Daumen. Ich hoffe, du schaffst es bis zum Ende der Sendung. Ich probiere es. Ansonsten, wie gesagt, wir lassen die Lichter an. Du hast eine Woche Zeit. Sehr gut. So, drück dir die Daumen. Isabella, ich weiß von dir, dass du 10 Jahre lang bei einer Fluggesellschaft gearbeitet hast. Ja. Nun ist Flugzeugessen ja jetzt nicht wirklich so das, was man als super lecker und nachhaltig und tier- und pflanzenfreundlich bezeichnen könnte. Mhm. Was hast du bei der Fluggesellschaft gemacht? Bist du da mit dem Essen in Berührung gekommen? Ja, teilweise. Ich war zwar am Flughafen und da standen ja auch in der Galley oft solche so Mitnehmessen. Jetzt eher ungeeignet für meine Bedürfnisse.
Und ich habe mir halt immer Essen mitgenommen, habe versucht, meinen Kollegen das zu erklären, damit die auch in den Genuss dieser wunderbaren Essensart kommen. Weil ich habe immer gesagt, ja, es kostet viel Zeit, hast du ja vorher auch schon gesagt. Aber die Zeit, sage ich mir immer, die ich verkoche, die wird mir dann beim weniger Kranksein gutgeschrieben. Es kommt darauf an, wie viel man sich auch überlegt hat. Ich kann über eine Zucchini 10 Minuten erzählen, wie man die unterschiedlich zubereitet und was für unterschiedliche Wirkungen sie dann hat. Ja, also eine Zucchini ist jetzt vom Yin- und Yang-Aspekt her betrachtet. Man muss ja mal überlegen, verglichen mit was. Also eine Zucchini ist jetzt verglichen mit Fleisch eher Yin oder verglichen mit Getreide eher ein yiniges Produkt. Sie ist relativ... Ein weibliches? Ein weicheres, ein, sagen wir mal, wässrigeres Produkt. Das heißt, der Makrobiot würde versuchen, dieser Zucchini ein bisschen mehr Yang beizubringen. Jetzt gibt es aber Leute, die machen daraus zum Beispiel rohe Spaghetti und schütten vielleicht noch Tomatensauce drüber. So habe ich schon mal gesehen als veganes Gericht. Ja, das finde ich wirklich grob fahrlässig, weil das spendet quasi kaum Energie, das nimmt einem die Energie. Dann gibt es die Möglichkeit von Zucchini-Suppe, essen auch viele Leute. Zucchini-Suppe ist auch so eine Sache, weil viel Wasser auch wieder eher eine Yin-Tendenz und die Zucchini ist ja auch schon Yin. Damit wird man dem Wesen der Zucchini auch nicht gerecht. Die Zucchini braucht einen Grill, die braucht Salz, die braucht Feuer und dann verliert sie ein bisschen Wasser, dann wird sie fester, dann hat sie dann einfach mehr Power. Und das kann einfach jeder ausprobieren, auch an einem kalten Wintertag, wenn man da einen schönen Eintopf isst, der durchdacht ist mit Getreiden, Hülsenfrüchten, viel Gemüse. Oder man isst eine kleingeschnittene Zucchini oder irgendeinen Salat oder sowas, die nicht gebraten, gekocht oder sonst was sind. Macht dich nicht warm. Ja? Das macht dich nicht glücklich. Das macht dich nicht arbeitsfähig. Ja? Wenn ich im Winter einen Salat esse, da friere ich einfach. Da wenn du einen Salat isst, da frierst du. Da würde ich auch frieren, wenn ich im Winter einen Salat esse. Schon, oder? Markus guckt auch schon so ein bisschen so, als würde er frieren. Nein, ich finde die Ernährung jetzt sehr, sehr interessant. Ich glaube, das Problem bei so einer Makrobiotik ist A, das Wissen und B, dass es doch sehr zeitintensiv ist, sich damit zu beschäftigen, nicht die Zubereitung, sondern mich zu beschäftigen, was denn immer zwei Gegensätze sind. Die Zubereitung an sich ist, glaube ich, sehr intensiv. Nicht das Arbeiten, sondern das Vorher-Ausdenken. Ich glaube, da liegt das Problem in der Makrobiotik. Aber die Isabella in Töller sieht lecker aus. Also ich würde das im Restaurant sofort essen. Zwar als Vorspeise, aber ich würde es mir halt einfach dreimal bestellen. Ne? Gibt es noch so eine andere Ernährungsform, wo du sagst, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, das passt zu einem Bodybuilder auch noch so einigermaßen? Ja, wie gesagt, also so Paleo ist von meiner Art der Ernährung bis zum Schluss zum Wettkampf hingeht, wo man sowieso auf Kohlenhydrate schon mehr verzichten muss, um eine Fettreduktion zu bekommen, ist das fast 1:1 unser Ding. Ne? Und ich gebe da vollkommen recht, dass die Steinzeiternährung unserer Art der Muskulatur, des Muskelsystems, des Nervensystems, proteinreich, nicht zu kohlenhydratlastig, auch gute Fette mit reinbauen, weil Fette sind Energieträger, weitaus besser normalerweise wie Kohlenhydrate. Und deswegen kommen die Paleo-Ernährung unserer Bodybuilding-gerechten Ernährung sehr, sehr nah. Jetzt musst du ja sehr, sehr viel Fleisch kaufen. Isabella, du hast hier so Sachen wie, ich glaube, Tofu auch mit drauf und Tempeh. Was ist Tempeh? Eine Art Tofu? Ist auch aus Sojabohne, aber noch ein bisschen interessanter zubereitet. Da wird mit einem Pilz geimpft. Es ist auf jeden Fall was sehr Spezielles. Sehr speziell, so. Und das klingt für mich so, als würdet ihr wahnsinnig viel Geld in euer Essen, in eure Ernährung investieren oder investieren müssen. Markus, weißt du, was du etwa im Monat ausgibst für deine Ernährung? Ja, das ist schon intensiv. Ne? Wir hatten vorhin was mit dem Natur... Sachen, dass man schon darauf achten soll, dass Tiere nicht in der Massentierhaltung, da schaue ich auch schon drauf, dass man dann das Fleisch vom Metzger holt, nicht Fleisch dann aus dem Supermarkt, wo dann doch eher günstiger ist. Also da achte ich auch schon drauf. A, wegen der Tierhaltung, B, wegen der Qualität vom Fleisch, ganz ehrlich. Ja, in der Diät, klar, im Monat 600-700 Euro. 600-700 Euro für deine Ernährung? Na ja. Und das ist dann so in Wettkampfzeiten, genau. Oder? Mhm. Und weißt du, was deine Freundin oder deine Frau in der gleichen Zeit etwa ausgibt? Die kriegt die Reste. Die kriegt die Reste, schön. Das ist ja kostensparend, eure Beziehung. Das ergänzt sich, ne? Wir sind dann paleo-mäßig unterwegs, ne? Makrobiotisch unterwegs. Ja? Yin und Yang seid ihr, ne? Auf dem Konto auch. Genau, ja. Jens, wie sieht es bei dir aus? Was gibst du so im Monat für deine Steinzeiternährung aus? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil meine Frau meistens einkauft.
Aber ich finde, dass uns alle eins vereint, und das ist, dass wir sehr stark auf die Qualität von Nahrungsmitteln achten. Mhm. Ja, ob das jetzt Makrobiotik, Paleo oder wie auch immer heißt. Ja, und es ist nun mal ein bisschen kostenintensiver, aber dafür verzichten wir vielleicht auf andere Dinge. Mhm. Ja, die viele Leute kaufen sich große Autos und sparen am Essen. Wir kaufen einen großen Kürbis. Genau. So. Ja, Bert, wie sieht es bei dir aus? Hier ist es nicht so teuer. Also der Kürbis ist ein bisschen kleiner. 100 Euro im Monat, glaube ich. Also komme ich gut klar, weil ich kaufe halt keine Fertigprodukte, die immer teurer sind. Ich kaufe kein Fleisch, ich kaufe halt sozusagen Grundlagen, wie halt Obst, Gemüse oder auch Mehl oder Dinge, wo ich halt, ich bereite ja alles selber zu. Und damit ist es auch preiswert, ja. Und muss das dann aus dem Bioladen sein oder ist das auch aus dem Supermarkt? Ich kaufe auch aus dem normalen Supermarkt ein, genau. Okay, das heißt, es muss nicht Bio sein? Muss nicht Bio sein, nee. Isabella, wie sieht es bei dir aus mit deinem Tempeh aus gefalteten, gestreichelten Sojabohnen? Also mein Essen ist ganz bestimmt nicht teurer als normales Essen, weil ich gehe auch sehr, sehr selten essen. Und ich schätze mal, also wenn ich 150, 200 Euro im Monat verbrauche, ist okay. Das ganz viel. Also auch noch. Also dann habe ich richtig Luxusessen, mhm. Dann leiste ich mir alles Gute. Ihr habt ja auch Kinder hier am Tisch. Markus hat zum Beispiel eine Tochter, du hast, glaube ich, auch, ja. Kinder. Ne? Wie sieht es bei euch beiden aus? Ihr habt keine Kinder. Jetzt habe ich selten 2-, 3-, 4-, 5-, 6-Jährige gesehen, die sagen, Mama, ich möchte mich makrobiotisch ernähren. Wie macht ihr das? Lasst ihr eure Kinder sich so ernähren, wie die das möchten? Oder sagt ihr denen später, ah, wäre schon gut, wenn du einen Fleischshake zum Frühstück trinkst? Ja, ein Fleischshake muss jetzt nicht sein. Aber ich versuche meiner Tochter jetzt natürlich schon so die Werte beizubringen, was gesunde Ernährung heißt. Mhm. Die kriegt natürlich auch ein Stück Kinderschokolade oder mal eine Bockwurst oder so. Das ist ein Kind, soll auch ein Kind bleiben. Aber ich finde, das ist nichts dagegen zu sagen, wenn ein Kind jetzt schon Haferflocken isst, wenn sie ein bisschen Obst bekommt, anstatt vielleicht der Milchschnitte ein Stück Apfel, finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Und wenn man darüber schon auch spielerisch probiert, die Ernährung schon in die Richtung zu legen, dass sie weiß, okay, das ist gut und das ist einfach eine Leckerei. Das ist ganz wichtig. Nun habt ihr ja so leichte Überschneidungen bei euren Ernährungsformen, aber ganz komplett gleich ist es nicht. Was wünscht ihr euch für die Zukunft, so allgemein für die Ernährung? Was sagt ihr, was muss sich da verändern oder in welche Richtung muss das gehen? Jens, wie sieht es bei dir aus? Ja, also wir haben ja jetzt gerade die Glyphosat-Diskussion gehabt. Ne? Also ich finde, da muss man dringend ansetzen und die Landwirtschaft ein bisschen reformieren. Und ja, also ich glaube, diese ganzen Umwelteinflüsse sind total wichtig, dass wir da mehr darüber wissen und auch mehr wissen darüber, was eigentlich in unseren Nahrungsmitteln tatsächlich enthalten ist. Also man hat jetzt gerade in der Schweiz zum Beispiel eine Untersuchung gemacht, dass man in allen Hülsenfrüchten und allen Getreideprodukten inzwischen Glyphosat findet. Und das ist natürlich hochbedenklich. Man findet in fast allen Fischsorten inzwischen Quecksilber. Du kannst fast keinen Fisch mehr essen. Und man muss inzwischen fast von Fisch abraten, was natürlich ein Drama ist. Und ich finde, da müssen wir insgesamt als Gesellschaft viel mehr den Zeigefinger heben und auch Finger in die Wunde legen, auch was die Politik anbelangt. Das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend meine Gäste wart. Wir hatten eine sehr schöne, bunte Runde mit einem Bodybuilder, mit einem Frutarier, einer Makrobiotin und einem Paleo-Anhänger. Vielen, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie vom Fernseher 1 Liter Eis gegessen haben bei der Sendung, ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Nächste Woche in der Sendung am 16. Januar. Mein Körper ist mein Kapital. Mit wem sollte es anders sein? Oliver Pocher. Viel Spaß und schönen Abend noch.